Oh, wir sind schon auf Sendung. Hallo und herzlich willkommen. Der NRW bei 18 hier zurück bei Larry Leffer und den feuchten Träumen, die niemals trocknen dürfen. Wir sind wieder da in dem Club hier mit Lemmer und ja, ihr habt mir wieder fleißig in den Kommentare geschrieben. Einer war sogar so kackend dreist und hat mir zugespawnt als E-Mail, was ich jetzt hier zu tun habe. Es ist wirklich faszinierend. Ach, euer Helfersyndrom, es ist bezaubernd. Vielen lieben Dank. Aber ich schaue jetzt selber mal, wie gesagt, das ein oder andere habe ich gelesen, bevor ich dann halt die E-Mail dann erstmal weggeklickt habe. Und insofern, ja, wir müssen am Pier 69 ja die alte Flamme in irgendeiner Art und Weise beiseite kriegen. Und da will er ja diese Sanchez, wie auch immer, Soße. Und da bin ich aber selber drauf gekommen, ich schwöre. Und zwar diese Soße, die bekommen wir hier in Lefty's Bar, nämlich hier hinten. Entschuldigt bitte meine Stimme, aber ich habe fast keine mehr. Da sagte man mir in den Kommentaren, hey... Okay, was will ich denn? Da, Sanchuan-Soße. Ich muss erst Geld einwerfen. Und da haben wir jetzt das Problem. Ja. Ich habe nämlich kein Geld. Das Einzige, was ich habe, ist... die Vergrößerungslinse, die habe ich ja auch schon abgegeben. Ja, da sagte man mir auch, dass ich was mit dem Goldzahn machen kann. Aber den Goldzahn, das ist... Ne? Das ist gut so. Ach, Ausgabe. Das hilft mir nicht. Moment. Alter Münzautomat. Gibt es da aber noch? Nein. Es gibt nur die zwei Hotspots. Okay. Okay. Ach nein. Eigentum der Ostindien-Münzautomaten-Kompanie, erbaut 1732. Lefty scheint den aber etwas optimiert zu haben. Mhm. Naja, wie auch immer. Hier haben wir auf jeden Fall unsere Soße. So, jetzt muss ich nur gucken, wie ich in irgendeiner Art und Weise... Vielleicht den... Eher nicht. Okay. Ja. Das ist keine gute Idee. Mhm. Was ich bei Aaron machen soll, soweit bin ich noch gar nicht vorgestoßen. Was eigentlich mit dem... Ach nee, da habe ich ja dem... Naja. Jetzt ist er brav. Hier ist im Gulli noch was. Das bekomme ich nicht herausgehoben. Okay. Nein. Kanalisationsdeckel. Beam mich hoch, Scotty. Ist wohl gerade außer Betrieb. Naja. Das ist ja der Gullideckel, beziehungsweise Kanalisationsdeckel, wo wir am Anfang ja auch aufgetaucht sind. Was liegt da? Ich glaube, da ist etwas drin, aber der Busch ist zu dicht. Habe ich irgendwas, was da rein... Ah, Moment. Besser nicht. Schade. Ich habe jetzt hier nicht wirklich was. Nö. Gut, dann würde ich sagen, aber hier war nichts. Jedenfalls nichts, was mir hilft. Nö. Da im Club ist auch nichts. Hier am Strip. Lass mich überlegen. Wir fahren mal hin. So, hier war ja... Der Club. In der Leisure Suit ist auch nichts, was mir helfen kann. Ja, und hier habe ich ja noch die ganzen Sachen, die ich aber noch nicht bekommen kann. Finger weg, Jungchen. Das ist nur für Kunden mit Prunepal. PrunePal ist eine Bezahl-App von Prune und nur für Mitarbeiter der Firma verfügbar. Oh, na dann. Ja, da muss ich nämlich auch noch gucken, dass ich PrunePal mir... Ach, warte mal. Ich kann doch... Warte mal. Das wäre doch meine Idee, mal zu fragen, ob die mir PrunePal machen können. Was gibt's? Wollt ihr wirklich... Ich bräuchte... Nein. Och man, warum kann ich denn mit denen nicht darüber reden? Was? Mit dem auch nicht. Ich komme spät. Was gibt's? Na. Ich. Tja. Das ist ja blöd. Hey, Finger weg!
Nur eine pro Kunde. Hm. Gut, also insofern auch das nicht. Gut. Oder auch weniger gut. Ja, na. Den muss ich wegkriegen. Und das hier mit dem Bullauge, das hat leider nicht funktioniert, was mir jemand in die Kommentare geschrieben hat mit dem, ich kann es auch nochmal zeigen, mit dem Acryldiamantring. Das ist besser nicht. Ja, besser nicht. Hier vorne mit dieser verdächtigen Gestalt kann ich auch nicht reden. Sorry bitte, dass ich hier teilweise ein bisschen viel am Husten bin, aber wie gesagt, meine Stimme ist sehr am Leiden im Moment, genau wie ich auch. Und oh ja. Na, und da ist auch nichts, womit ich den hier in irgendeiner Art und Weise manipulieren könnte. Warum eigentlich Lukas? Warum nicht? Auch genau wie hier mit dem dreibeinigen Banditen. Das ist auch so eine Sache. Da hat mir auch jemand geschrieben, dass ich was damit machen soll. Aber das, ja, habe ich leider auch relativ schnell wieder vergessen. Insofern ist das auch noch ein Rätsel. Was haben wir hier? Hallo. Was gibt's? Tja. Ja, und hier sind wir auch durch. Ach, natürlich. Oh. Man muss etwas einwerfen, das man prägen will. Oh, dafür bestimmt. Sollte gehen. Das ist ja sehr altes Gold. Der Goldzahn. Ja, die Maschine hat den Zahn zu einer Münze geprägt. Ah. Eine Dublone sollte als Zahlungsmittel im 21. Jahrhundert ausreichen. Außerdem bin ich ja nicht gierig beim Geld. Ach, guck mal. Was steht denn da drauf? Die Replik einer alten Golddublone. Ah, oh, wie geil, wie geil. Ich habe Geld. Ich bin reich. Steinreich. So, jetzt wieder zu Lefty. Ha! Die hat er genommen. Okay. Was will ich denn? Ja, was passiert jetzt eigentlich, wenn ich den Vibratomizer oder Kondome mit... Komm, ich versuch's. Ein Mini-Vibrator. In vielen Lebenslagen unverzichtbar. Oh, die sind wohl ausverkauft. Toll. Okay. Mein Lieblingsgeschmack. Obwohl, wenn die Dinger so alt sind, wie dieser Automat aussieht, lasse ich es lieber. Was? Ach Mann, so langweilig. Okay. Da ist nichts im Ausgabeschacht, wo die Soße drauflaufen soll. Ich will die erst zapfen, wenn ich auch etwas habe, worauf die landen soll. Och, nicht doch. Aha, warte mal. Das ist gut, so wie es ist. Nein. Geschmolzenes... Das vielleicht mit da drauf? Das hilft mir nicht. Nein. Die Mackerknolle. Besser nicht. Nein. Den alten Corndog. Ja, das passt da rein. Lecker. Naja. So, jetzt aber, meine Güte. Einmal Szechuan-Soße für den Corndog. Kommt sofort. Oh, wie toll animiert. Wie geil. Ein Traum. Die Szechuan-Soße lässt das Würstchen einigermaßen genießbar aussehen. Nein. Der das ist, der wird wahrscheinlich sehr schnell Bekanntschaft mit dem Toilettendeckel machen. So, jetzt müssen wir wieder zum Pier. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was er sagt. Bitte sehr, ein Corndog mit der seltensten Szechuan-Soße überhaupt. Oh mein Gott. Ein Nostalgie-Corndog, wie aus dem Bilderbuch. Ich kann es kaum erwarten, mir dieses Würstchen in den Mund zu schieben. Die ganze Soße wegzuschlecken. Du Scheiße. Oh nein. Das war himmlisch. Ja. Jetzt geht's dir aber besser? Ich bin gerade in der Massephase. Glaube ich zumindest. Weißt du, in letzter Zeit bin ich etwas durcheinander. Ja, schon wieder? Jetzt hätte ich auch gerne.
Das liegt nur an den Frauen. Ach, ich will es auch nicht auf die Frauen schieben. Ich habe gerade so etwas wie eine Beziehung hinter mir. Aber ich weiß selbst nicht, was das eigentlich war. Verdammt. Ein ganzer Corndog. Mit Sichuan-Soße. Weißt du, wie viele Kalorien das waren? Die müssen instant in Bizeps verwandelt werden. Was? Ich habe bei Timber gesehen, dass meine alte Flamme inzwischen verschwunden ist. Danke, Larry. Leider haben wir die goldene Stunde jetzt verpasst. Wie die goldene Stunde? Was? Die goldene... Die mit Gold im Mund? Ich kann mir ja denken, was du gern in den Mund nimmst. Ich meine damit den Moment kurz bevor die Sonne komplett untergeht. Das wäre der perfekte Hintergrund für dein neues Profilbild gewesen. Können wir für das Foto nicht irgendwie tricksen? Wenn du spontan einen Sonnenuntergang in deiner Hose findest, sag Bescheid. Ach nein. Ist doch nicht wahr, Mann. Ach, warte mal. Ich weiß wo. Da war doch einer. Ja. Was ist das für ein Fotopanorama? Es zeigt einen romantischen Sonnenuntergang zur goldenen Stunde. Es ist etwas verblasst, aber so passt es auch zu New Lost Wages. Was kostet das? Sammlerstück. $100. Ich nehme aber nur Cash. So viel Geld habe ich nicht. Naja, ich würde es auch gegen ein außergewöhnliches Secondhand-Objekt eintauschen. Ich versuche, sowas aufzutreiben. Na toll. Also, ich weiß ja, was ich machen soll, aber wie ich da hinkomme, weiß ich leider nicht. Hätte ich jetzt noch mal die Golddublone. Vielleicht kann ich mir die aus dem Automaten noch mal rausholen. Nee. Ah, naja. Ach, guck mal, jetzt ist Dick hier. Das ist ja mal geil. Jetzt habe ich hier nur noch Lämmer. Der macht doch jetzt hier... Vielleicht kann ich jetzt durch den jetzt hier in das Gym rein. Ich sehe ihn aber nicht. Och, Mann. Dieses Gym ist ausschließlich für Mitglieder. Hey! Ja. Kann ich in das Fitnessstudio gehen? Klar, ist aber nur für Mitglieder. Ja. Da ich kein Mitglied bin, sondern... Bleiben Sie fit im Schritt und Forms auch. Du mich auch. So ein Mist. Jetzt habe ich gedacht, ich habe dem einen Gefallen getan, jetzt kann er mir vielleicht einen Gefallen tun. Was gibt's? Tja, wenn ich das selber beeindruckende Auswahl... Weiß, die haben ein Update rausgebracht. Warum machen die das hier nicht mit dem Konversationsmenü? Mal updaten. Ich komme später. Ich sehe. Seine Herzfrequenz. Oh, halt doch die Klappe. Ja, hier das mit dem Einhornkopf, das weiß ich auch noch nicht, was ich damit machen soll. Halt! Nee, nein, nicht! Oh. Rein! Da stand da was von Second Hand. Ach, das war der. Ach, das ist der Tisch, wo Dick vorstand. Irgendwas riecht doch käsig. Was? Boah, dieser eine Dildo riecht wie alter Käse. Ah, da kommt der Geruch also her. Den kannst du gern mitnehmen, Jungchen. Den kauft eh keiner. Was? Danke. Was? Einer reicht. Sonst bekomme ich noch einen ab, der nach Wurst riecht. Die Dinger wurden ja nicht einmal gereinigt. Das macht sie ja so begehrt. Bei manchen Leuten zumindest. Ist ja ekelhaft. Was? Secondhand halt. Hä? Ein gebrauchtes Secondhand-Schild. Sieht aber noch wertig aus. Der ist sogar Warum der wohl nach Käse riecht? Es wird für immer ein Mysterium bleiben. Und das ist gut so. Ja, ja, ja. Come inside. Mhm. Ist klar. Pass auf, sie wollte doch was Secondhand-mäßiges haben. Bin ich jetzt bescheuert? Bin ich ja wieder hingefahren. Ich könnte ihr... ja mal den Dildo anbieten. Oh mein Gott. Nimm das Ding weg, du Perversling. Ich glaube, das war jetzt ein Missverständnis. Das ist Secondhand. Hier, das Schild, das... Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Och nee, Mann. Was ist, wenn... Warte mal, wenn ich mit dir... Was? Was? Sammeln. So viel Geld? Naja. Ich versuche... Was ist... Was ist das für ein... Es zeigt... Was kostet... Sammler. Ja. So viel Geld? Naja. Ich versuche...
Toll. Bis später. Ah. Was kann ich ihr denn sonst noch anbieten? Aber sie wollte doch Secondhand, verdammt. Vielleicht ein Secondhand Slushy. Eher nicht. Das würde ihr bestimmt nicht gefallen. Das ist keine gute Idee. Waldraut. Das heißt so viel wie, die sich in den Wald traut. Eher nicht. Das würde ihr... Für einen Dollar gibt's hier nichts. Ah, Blumen. Wollen Blumen kaufen? Das ist keine gute Idee. Eher nicht. Aber Mann, nach Käse riechender Dildo, der ist doch Secondhand. Das ist gut so wie... Oh mein Gott. Ich... Oh mein Gott. Ja. Ich glaub... Guck mal, das Schild ist bestimmt auch Secondhand-Schild. Heißt ja auch sogar. Wow, dieses Secondhand-Schild ist ja super vintage. Was? Willst du das tauschen? Du kannst dir irgendwas aus dem Laden aussuchen. Was? Die will ein Schild? Dein BH. Der kleine Dino. Bin ich bekloppt? Dieses Fotopanorama. Ich glaube, ich behalte es lieber. Dein BH. Den bekommst du nie im Leben. Eieiei, was passiert, wenn ich jetzt den kleinen Dino nehme? Der kleine Dino. Nein, der ist unverkäuflich. Das ist mein Lieblingsdino. Er hat rote Wangen gekriegt. Habt ihr das gesehen? Larry hat rote Wangen gekriegt. Dieses Fotopanorama. Okay, einen romantischen Sonnenuntergang. Bitte sehr. Ja, nichts in der Hand gehabt. Pilo. Ach, also die Animation hier ist wirklich ein bisschen grottig. Also da war sie bei Larry 7 wirklich besser. Aber gut, Dick, ich habe es. Das Motiv ist ein romantischer Sonnenuntergang. Wow, das ist ja perfekt. Und so schön vintage. Die goldene Stunde. Lass uns direkt mit dem Shooting loslegen. Oh Gott. Hey, das sieht ja genauso aus wie vorher. Ich leg mal einen Filter drüber. Wie wäre der hier? Oh Gott. Na, zufrieden? Wie findest du dich jetzt? wo ist der Waffenschein? Da könnte ich mich glatt in mich selbst verlieben. Da könnte ich mich glatt in mich selbst verlieben. Prima. Aber ich habe noch eine kleine Bedingung, bevor ich dir das Foto gebe. Oh. Welche? Ich will einen Tanz mit dir. Im Hell's Pawn. Im Darkroom. Wenn es sonst nichts weiter ist. Night Fever, Night Fever. Langsam, langsam. Heb dir das für den Club auf. Ich gebe dir schon mal ein paar Punkte auf Timber. Oh. Was? Nicht die Höchstpunktzahl? Die bekommst du, wenn mir dein Tanz besonders gut gefällt. Also, wir sehen uns nachher im Hell's Pawn. Geht klar. Wie geil. Happy. Wie viele Timberpunkte habe ich denn jetzt? An die 60 müssten es doch wohl sein. Du hast 11 Timberpunkte. Sicher, dass da hinten keine Null fehlt? Sicher. Uff. Oh nein. Ich komm erst... Was? Wie konnte das passieren, dass unser Prototyp in so einer schmierigen Bar landet? Das lasse ich noch untersuchen. So ein Sicherheitsleck darf nicht noch einmal passieren. Schick irgendwen rein, damit ich ihn feuern kann. Wir müssen uns jetzt auf die anstehende Produktpräsentation konzentrieren. Aber ich will jetzt jemanden feuern. Wenigstens einen Praktikanten. Die hast du letzte Woche schon alle gefeuert. Na, stell einen ein, schick ihn zu mir hoch. Ich schaue mal, ob ich jemanden finde. Und ich werde unterdessen hier wütend auf- und ablaufen. Schräg. Larry, du hast neue Vorschläge bei Timber. Was? Also, Freunde, ist das jetzt ein Fehler bei mir im Monitor? Oder guckt mal hier, wo jetzt der Cursor hingeht. Seht ihr da den grünen Punkt? Da. Genau jetzt auf der Spitze vom Cursor. Da ist ein grüner Punkt bei mir auf dem Monitor. Der war vorhin noch nicht da.
Naja, super. Ich habe Punkte bei Timba. Ich brauche aber, um in den Hell's Porn Club zu kommen, das wissen wir ja, 25. Da, wieso ist da immer noch dieses Bild? Schwanzus Longus. Tja. Ja. Ah. Ja, nee, ist klar. Ja, die kennen wir alle. Na, super. Tja. Irgendwo anders jetzt großartig hin komme ich nicht. Nee. Aber Dick ist hier. Aber der wartet bestimmt unten im Darkroom, oder? Ja, ich wusste es. Ach nee. Du kommst hier erst rein, wenn deine Timber-Punktzahl über 25 liegt. Also muss ich erst mit anderen Leuten... Ich habe ja noch zwei. Aber wie kriege ich die rum? Einmal Aaron und einmal... Ja. Bei ihr... Muss ich mir irgendwas einfallen mit Sticks? Und bei ihr? Was fehlte ihr nochmal? Eieiei. Ich werde hier nur bekloppt. Freunde, aber ich glaube, mein Kopf dröhnt nämlich jetzt extrem und meine Stimme, sie wird immer kratziger. Ich mache hier Schluss, lege mich ins Bett, aber keine Sorge, den Teil werdet ihr heute noch online kriegen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier, wiedermals vor Lefty's Bar. Und dann schauen wir mal, was wir mit unseren anderen Dates machen. Macht es gut, schönen Abend noch, NRWBoy18, adieu.